Moin und herzlich willkommen zur 256. Videoausgabe des Blogs von Wolke P. Heute ist Donnerstag, der 12. April 2012 und Silber Ba Ba Boo! Und? Haben Sie nicht mitgerechnet, oder? Sie wussten doch vorher ganz eindeutig, dass ich jetzt Zakatum sagen werde. Denn jedes Mal, wenn Gold oder Silber eine dynamische Bewegung machen, dann kommt Wolke P raus und sagt Moin und herzlich willkommen und so weiter und so fort. Und dann sagt er, und Gold, Pause, Zakatum. Oder und Silber, Pause, Zakatum. Das wussten sie vorher. Und nein, ich möchte nicht mein Markenzeichen ändern. Ich will Ihnen auch nicht in Zukunft Bababoom schreien, sondern Sie wissen, ich versuche immer wieder in diesem Blog anhand von Beispielen Ihnen analog beizubringen, wie Charttechnik funktioniert und Sie dafür begeistern. Und ich möchte Ihnen auch die Psychologie des Tradens und der Charttechnik näher bringen. Und wenn Sie traden und wenn Sie eine charttechnische Analyse betreiben und Sie sehen eine Formation und Sie sind sich ganz sicher, was als nächstes passieren wird, spätestens wenn Sie sich ganz sicher sind, ist die Zeit gekommen, das Blatt zu wenden und sich das Ganze genau kontrovers anzuschauen und zu überlegen, ob es nicht doch anders kommen kann. Denn das, was Sie sich am Markt merken müssen, wenn Sie erfolgreich sein wollen, ist, alles kann passieren. Und nichts ist sicher. Und das nächste Mal, wenn Gold und Silber eine dynamische Bewegung machen, seien Sie sich nicht zu sicher, dass Wolke P. ein Zakatum schreien wird. Und ich hoffe, dass Sie dieses Beispiel für sich selbst aufnehmen, damit Sie sich am Markt, ganz egal was passiert und ganz egal was Sie sehen, nicht sicher sind und es nicht in Anführungszeichen zu Chefsache machen und sagen, das ist völlig klar, das habe ich gesehen, das muss so kommen. Das gibt es in der Charttechnik und das gibt es am Markt nicht. Silber macht 2,5% Bewegung nach oben, macht ein höheres Hoch und ein höheres Tief und diese Kerze ist selbstverständlich eine Zakatumkerze, denn sie ist auch von sehr viel Volumen begleitet. Wir kriegen einen Schlusskurs oberhalb der 20-Tage-Linie, oberhalb der 50-Tage-Linie. Wir kriegen gerade eine Kaufformation in der Stochastik. Plus, wir haben ein deutlich steigendes Momentum. All das ist wirklich bullisch. Aber bevor diese bullische Bewegung zustande gekommen ist, mussten ganz schön viele Kerzen hier den Chart runterfließen. Und ich will es einmal mit Ihnen in der zeitlichen Reihenfolge besprechen, denn auch daraus kann man ganz gut etwas lernen. Wenn wir uns einmal Silber im Stundenchart anschauen, Sie wissen, diese langen Kerzen, das sind alles sogenannte Bad Ticks. Wir hatten eine massive Bewegung nach unten und anschließend machen wir hier ein gleichschenkliges Dreieck. Und dieses gleichschenklige Dreieck ist eine eher bärische Formation. Stange, gleichschenkliges Dreieck sollte eher bärisch aufgelöst werden. Gleichzeitig haben wir aber bei Gold eine bullische Formation. Wir hatten hier die Stange, hier die Flagge und ganz typisch für eine Bullenflagge. Und das ist eine extrem bullische Formation. Das ist die Hauptbewegung und das ist die Nebenbewegung. In der Nebenbewegung geht der Markt eigentlich gar nicht zurück. Normalerweise haben Sie eine Nebenbewegung, in der der Markt bis zu 61,8%, das wissen Sie, nach unten gehen kann, aber trotzdem nicht die Hauptbewegung zerstören kann oder muss in dieser Bewegung. Aber hier läuft der Chart parallel. In diesem parallelen Verlauf ist zwar keiner bereit, mehr zu bezahlen als 1,63, entschuldigen Sie bitte, 16,63. Gleichzeitig ist aber auch keiner bereit, seine Position zu verkaufen. Und so entsteht ein sehr bullischer Markt, eine sehr bullische Formation. Und Sie bekommen typischerweise eine Stochastik, die hier einmal komplett abgebaut wird. Von völlig überkauft, von absolut bullisch mit K&D-Linie oberhalb der 80er Marke umeinander geschlungen, wird er einmal komplett abgebaut, geht in die überverkaufte Formation. Als sie überverkauft waren, haben die Bären es hier versucht, diese Formation nach unten zu durchbrechen. Allerdings war bekannt, dass in dieser Bewegung sehr, sehr viel Volumen drin gewesen ist, dass das diese Formation eher unterstützt. Und des Weiteren war bereits heute Morgen der australische Dollar gegen den Dollar hier schon bullisch ausgebrochen, wir waren ungefähr hier. Das heißt, wir hatten diese bullische Formation mit den Körperkanten bereits bullisch aufgelöst. Wir waren oberhalb der 20-Tage-Linie, die hier so lange als Widerstand fungiert hatte. Plus, wir hatten auch schon die Schattenlinie hinter uns gelassen. Und wir wussten also, wenn man auf den australischen Dollar geschaut hat, wusste man, dass auch hier
eher eine Unterstützung für die Edelmetalle vorliegt. Und gleichzeitig, und damit komme ich nochmal zurück und schließe den Kreis zu der Zakatum und der Bababum-Kerze, wussten wir niemals, dass diese bullische Formation auch wirklich bullisch aufgelöst werden sollte. Gestern hat jemand, der mit mir das Traden übt, eine wunderbare Nachricht an mich geschrieben und hat da reingeschrieben, morgen gibt's was Dynamisches, nach oben oder nach unten. Weiß ich nicht, aber ich bin für beides bereit. Und darauf kommt es an, dass er sich nicht vorher festgelegt hat, morgen passiert das oder morgen passiert das, aber er wusste, dass der Chart lange hier parallel schon gelaufen ist und je länger ein Chart parallel läuft, und auch das wissen Sie, wenn Sie diese Videos häufig genug verfolgen, dass dann anschließend eine dynamische Bewegung kommen wird. Und hier, als wir hier runtergekommen sind, das kann man dann wissen, wenn man diese Analyse sich jetzt anschaut, für die Zukunft, wir waren überverkauft, wir hatten hier sehr viel Volumen und so weiter und so fort, aber trotzdem wussten wir nicht, dass diese Trendlinie halten wird. Worauf es ankam, war Ruhe zu bewahren, abzuwarten, wie diese Kerze schließt. Die Wahrscheinlichkeit lag, dass wir eher oben rausgehen werden. Aber in den Markt gehen sollte man erst, wenn hier eindeutig entweder ein Schlusskurs oben drüber liegt oder meine Empfehlung ist, dass Sie auch einen Kurs generieren oberhalb des obersten Schattens oder oberhalb der Schattenlinie, also in etwa bei 1,63. Und auch das hätte allemal gereicht, um diese Formation bullisch zu traden. Wenn Sie gestern, irgendwann heute in dieser Nebenbewegung mitgetradet haben, dann müssen Sie sich im Klaren sein, dass Sie das große Bild, das Hauptbild nicht erkannt haben und eventuell durch Kleinigkeiten ohne valide Chartformation eventuell ausgestoppt worden sind oder in die falsche Richtung in den Markt gegangen sind. Zu traden galt es hier und hier galt es, sich die Hände in die Tasche zu stecken und zu warten, bis eine valide Formation sich im Chart bildet. Und weil wir gerade bei Gold sind, zunächst einmal die Analyse von Gold weiter und dann gehen wir wieder zurück zu Silber. Gold bricht auch gleichzeitig diese absteigende Trendlinie, Berührung zurückgekommen, noch eine Berührung, massiver Ausverkauf, die Kraft reicht, um die Bullen hier an die aufsteigende Trendlinie des Dreiecks zurückzuführen. Ich gehe noch einmal zurück. Diese Linie kommt von ganz, ganz, ganz weit her, von Februar 2011. Und dann sammeln sich aber die Bullen mit sehr viel Unterstützung hier und brechen jetzt diese Trendlinie. Wir haben eine klare Kaufformation, wir haben ein klar steigendes Momentum. Und auch in dieser Bewegung, schauen Sie sich das nachher an, bei GLD sehr viel Volumen in der Bewegung nach oben. Damit, was ich Ihnen hier schon gesagt hatte, eher wahrscheinlich, dass die Bewegung in Richtung 1700 fortgesetzt wird. Allerdings hier in diesem Bereich warten die 200-Tage-Linie plus die 50-Tage-Linie spätestens im Bereich dieser horizontalen Marke. Erinnern Sie sich an diese Hauptbewegung und die Nebenbewegung? Die Nebenbewegung ist hier hängen geblieben an der 1713. Spätestens hier ist mit massivem Widerstand zu rechnen. Eine Fortsetzung dieser Bewegung zunächst ist aber deutlich wahrscheinlicher, als dass die Goldbullen jetzt sofort hier runterkommen wollen und werden. Das, was im Chart nicht eindeutig drinsteht, ist, ob diese Kraft jetzt reichen wird, in einer Bewegung die obere Begrenzung des Dreiecks zu testen. Und was auch eindeutig nicht im Chart drinsteht, ist, falls wir dahin kommen sollten, ob denn die Kraft der Bullen reichen wird, dieses Dreieck auch bullisch aufzulösen oder nicht. Und das, was im Chart nicht drinsteht, das analysiere ich auch nicht. Da warte ich, bis es der Chart mir aufschreibt anhand von Kerzen, anhand von Formationen. Und dann kann man es ablesen und analysieren. Silber. Und wir schauen hier auf SLV, der weltweit größte ETF auf Silber bullish. Hatte diese trendunterstützende Linie. Und ich hatte Ihnen es gezeigt, dass wir diese Trendlinie jetzt dreimal berührt hatten. Einmal, zweimal, dreimal. Und beim dritten Mal kam auch extrem viel Volumen in den Markt. Und ich hatte Ihnen gesagt, jetzt müssen die Bullen auch die Kraft aufbringen, sich von dieser Trendlinie zu lösen. Wenn es ihnen nicht gelingt, ist sie gefährdet. Und dann kann es noch einmal eine Etage tiefer gehen. Den Bullen gelingt aber diese Bewegung. Und heute wird diese Bewegung ebenfalls mit sehr viel Volumen durchgeführt. Ich zeige Ihnen das einmal. Sie sehen, hier bekommen wir die zwei bullischen Kerzen und die sind von sehr, sehr viel Volumen begleitet worden.
Schaut man auf Silber selbst, dann sehen wir, dass wir oberhalb der 20-Tage-Linie schließen. Wir schließen oberhalb der 100-Tage-Linie. Allerdings sind wir immer noch unterhalb dieser Zone, dieser beiden gleitenden horizontalen Marken, nämlich bei $32,80 und $33,50. Das sind die beiden Marken, um die sich Silber hier schon seit Monaten bewegt. Wenn es den Bullen gelingen sollte, und das ist sogar durchaus möglich, dass sie hier nochmal in Richtung 33,15 gehen und sogar etwas drüber gehen. Wenn ihnen das gelingen sollte, dann muss man natürlich jetzt mal auf diese trendbegrenzende Linie, aber aufsteigende trendbegrenzende Linie schauen. Die würde morgen theoretisch auch bei $33,20 warten. Am 17. etwa bei $33,20, jawohl, und dann nächste Woche in etwa bei $33,30. Das heißt, diese Trendlinie wartet ebenfalls in der Nähe der oberen Begrenzung dieser beiden horizontalen Marken. Wenn es gelingen sollte, diese Zone zu durchbrechen, und wir haben das jetzt schon einmal, zweimal, dreimal, viermal getestet, nicht gelungen. Wenn das gelingen sollte, dann ist das Ziel hier im Bereich der 200-Tage-Linie, die ist bei $34,44, etwas weiter drunter, nämlich bei $34,30 haben wir auch eine horizontale Widerstandsmarke. Wir haben aktuell eine Kaufformation in der Stochastik, wir haben ein steigendes Momentum, wir haben eine schöne bullische Kerze nach zwei Hammerkerzen, eine Pausenkerze mit viel Volumen und damit ist die Bewegung nach oben kurzfristig deutlich wahrscheinlicher als eine Bewegung nochmal nach unten. In den letzten Tagen sind einige meiner Aufforderungen gefolgt und haben freundlicherweise, und dafür möchte ich mich herzlich bedanken, Fragen in den Blog hineingestellt und aber auch Charts, die sie erkannt haben oder Formationen, die sie erkannt haben und haben das mit Bildern hinterlegt und auch teilweise Fragen gestellt. Und ich muss sagen, ich bin erstaunt, was für schöne Formationen erkannt werden und was für exakte Trendlinien teilweise gezeichnet werden. Jemand, von dem ich glaube, dass er hier die SKS-Formation in diesem Block gelernt hat, hat einen sehr schönen Chart eingestellt und zwar von UUP und hat hier eine Schulterformation erkannt. Absolut perfekt erkannt. Ich sage es vorweg, bevor einer wegschaltet, es stimmt nicht. Obwohl das hier ganz klar eine Schulter ist, obwohl das ganz klar ein Kopf ist und das auch eine Schulter ist und schreibt noch ganz perfekt, die Nackenlinie ist hier im Bereich der 200-Tage-Linie. Auch das ist richtig. Das Einzige, was an dieser Schulterkopf-Schulterformation nicht passt, ist, und das sage ich Ihnen einmal, wenn Sie eine Schulterkopf-Schulterformation haben, wenn Sie eine erkennen wollen, dann erkennen Sie das nur oder können Sie nur erkennen am Ende eines ausgedehnten Runs. Und eine umgedrehte Schulterkopf-Schulterformation haben Sie nur nach einem Ausverkauf. Wenn Sie aber ein Chart haben, was massiv nach oben geht, dann einen Ausverkauf hinnimmt und dann anschließend eine Schulterkopf-Schulterformation generiert, dann ist das zwar eine Schulterkopf-Schulterformation, weil sie so aussieht, aber sie erfüllt nicht die Definition einer Schulterkopf-Schulterformation, denn sie muss am Ende eines Runs zustande kommen. Obwohl ich es immer wieder sehe, dass Analysten, wirklich erfahrene Analysten, trotzdem das als Schulterkopf-Schulterformation nehmen, verwenden, dann natürlich ihre Ziele daraus ableiten und dann funktionieren die Ziele nicht und dann wundert man sich, dass die Charttechnik nicht funktioniert. Das, worauf es ankommt, nach wie vor. Trotzdem, die Nackenlinie können wir absolut gelten lassen und darauf kommt es auch an, ist die 200-Tage-Linie. Wir sind in einem unglaublich großen, gleichschenkligen Dreieck seit Mai 2010. Berührung hier, Berührung hier, Berührung, nicht mehr ganz Berührung. Jetzt sind die Bären gerade wieder an der Reihe, den Dollar auszuverkaufen. Wenn wir hier nach unten kommen sollten, haben wir zweifellos innerhalb kürzester Zeit die 200-Tage-Linie berührt. Der erste Bounce war deutlich größer, der zweite Bounce ist kleiner. Allerdings, jetzt kommt die 200-Tage-Linie auch die trendunterstützende Linie und die haben wir lange nicht berührt. Und damit ist sie eher noch kräftig. Wir haben sie erst zweimal berührt und damit ist sie ebenfalls eher noch kräftig. Und hier wartet sehr, sehr viel Unterstützung auf den US-Dollar. Eher unwahrscheinlich, dass diese 200-Tage-Linie und diese Trendlinie, diese doppelte Unterstützungszone sofort brechen sollte. Falls das aber passieren sollte, auch wenn es unwahrscheinlich ist, Sie wissen, alles kann passieren. Wenn es brechen sollte, dann ist natürlich eine dynamische Bewegung nach unten beim Dollar, was das für die Edelmetalle bedeutet. In der Regel wissen wir auch, wenn diese Linie halten sollte, dann natürlich nochmal ein Bounce nach oben. Die Frage ist, bis wohin? Wichtig ist, wir sind ganz schön lange in diesem gleichschenkligen Dreieck.
Relativ bald wird der Dollar eine dynamische Bewegung machen. Nach da oder nach da. Genau gegenläufig zu dem, was wir bei Gold sehen zum Beispiel. Das nächste Update gibt es dann wieder am Wochenende, wenn Sie mögen. Ich freue mich auf Ihre Kommentare. Wenn Sie eine Position im Markt haben, Sie wissen, Sie müssen diese Position mit einem Stop-Loss schützen, denn ein Stop-Loss schützt nicht nur Sie, sondern Ihr Kapital im Markt. Bitte handeln Sie immer mit einem Stop-Loss, eine dynamische Bewegung, auch wenn es gerade im Chart nicht so aussieht und unwahrscheinlich ist, kann jederzeit gegen Ihre Bewegung zustande kommen. Und genauso wie Wolke Piep aber Boom sagen kann, obwohl Zakatum als sicher gilt, genauso kann der Chart morgen eine große rote Kerze machen und die Edelmetalle ausverkauft werden, auch wenn es unwahrscheinlich ist. Und da schützen Sie sich immer mit einem Stop-Loss. Hoffentlich bleiben Sie gesund und natürlich mir gewogen, Wolke Piep.